Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Biohof Belgique Profonde. Die dritte Folge heute bereits für den Sonntag. So, ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar muss ich gucken, wie soll ich ihn hier ranfahren zum Seedmaster. Funktioniert. Wunderbar. Ja, aber das ist unser eigenes Bio-Saatgut, ne? Müsst ihr wissen, für die ganzen Leute, die neu sind. Den Seedmaster kennt ihr ja. Der Seedmaster läuft eigentlich mit jeglichem Getreide und Flüssigdünger. Aber wir haben den umgebaut. Wir haben ihn umgebaut und der läuft jetzt mit Wasser. Und somit sind wir auf Bio, weil Wasser und selbstgeerntetes Getreide macht keine künstlichen Zusatzstoffe, keine Gifte oder sonstiges. Und deswegen können wir hier den ersten Bio-Ölrettich aussehen. Klingt besser, wenn man überall Bio vorsetzen kann, ne? Finde ich schon besser. So, bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Die Kombination finde ich sehr schön von der coolen Seemaschine und dem neuen Fendt mit unserem wunderbaren Spezialkennzeichen. Ja. So, dann fahren wir einfach mal hier auf das Feld. 21. Das wird ein bisschen dauern, das ist nicht gerade klein, aber ja, warum nicht, ne? Warum nicht? So, wir gehen immer weiter ins Minus. Ich glaube, wir müssen erstmal eine Abrechnung machen, wenn der Holmer zurückgegeben wurde. Weil der Holmer frisst halt schon sehr viel Geld momentan. Wobei, der ist auch sehr, sehr hilfreich. Weil wir können jetzt zwei Felder komplett abernten mit dem. Das Feld 13 kommt danach. Und dann können wir mal gucken, was wir drauf machen. Wir werden vielleicht eine Runde Raps oder Sojabohnen machen. Vielleicht irgendwas, was wir gewinnbringend verkaufen können. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie wir es machen, aber wir werden schon was finden. So. Vielleicht kaufen wir uns... Ja, jetzt müsste ich mal Geld verdienen und dann können wir was kaufen sprechen. Feld 14 gehört auch uns, sehe ich gerade, ne? Feld 14? Was ist da drauf? Oder was war da drauf? Weiß ich gar nicht, siehste? Gibt Sachen, die weiß ich gar nicht. So. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, ob das hier funktioniert. Oder ob ich hier irgendwie grubbern muss oder so irgendwas. Nee, es funktioniert tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, funktioniert hier diese AI-Extension nicht? Die funktioniert hier nicht, ne? Oh Mann, warum nicht? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ah doch, was rede ich eigentlich? Offsetbreite, ja. Spuranzeige, ja. Rückwärts nur gerade, linke Seite, aktive Seite links, aktive Seite rechts. Wir fahren nämlich gegen den Uhrzeigersinn. Kreisfahrt, ja. Offset, nee. Pause aus. Manueller Lenkangriff, ja. Meinetwegen Vorgewende aus. Aus. Positionsprüfung, aus. Wenn er irgendwie dagegen fährt, dann fährt er halt dagegen, mein Gott. Machst du das? Ich mache gar nicht. Der macht das automatisch, ne? Wohin fährst du denn? Sir, das gehört nicht. Sir? Ah, was ist los jetzt hier? Habe ich falsch eingestellt oder was habe ich gemacht? So, wir machen das mal so, ne? Wir fangen jetzt hier mal an. So, ab das Ding. Und dann fahren wir hier mal so. So müsstest du mir rumfahren. So in der Richtung, weißt du? Könnte aber auch hier Helfer einstellen, weißt du? Warum fährst du jetzt rechts rüber? Das verstehe ich nicht. Aktive Seite rechts. Offset 0. Spur anzeigen. Ja, okay. Keine Pause. Zusammenhängendes Feld erkennen. Vorgewende aus. Lenkwinkel 50. Kollisionsprüfung. Ja. Aktive Seite, Moment mal, vielleicht habe ich die aktive Seite falsch eingestellt. Hey Jungs, das ist ein Mädel, das ist gar nicht so einfach, ne? Machen wir es mal so. Ah, vielleicht war das der Fehler. Mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Ich habe aber keine Anzeige und nichts, wie er es machen möchte, ne? Vielleicht sind einfach die Feldbegrenzungen richtig doof gesetzt, weißt du? Er fährt mal eine kleine Runde. Das finde ich ja prinzipiell... Alles klar, wir machen das Ding aus. Ohne Witz.
Das funktioniert ja gar nicht hier. Oh, nee, du. So, machen wir hier mal den normalen Helfer. Vielleicht macht er das ja ganz gut, weißt du? Man darf den normalen Helfer nicht abschreiben. Vielleicht macht er das ganz gut. Vielleicht. Ja, mal gucken. Wir bekommen sowieso Meldungen, wenn irgendwas nicht richtig ist. Ihr zwei macht das auch wunderbar, möchte ich sagen. Ne? Also es hat ein bisschen Anfangsprobleme gegeben, ja. Aber mittlerweile doch sehr, sehr gut. So, die Schweinchen können wir auch mal sauber machen. Habt ihr wieder Körnermais rausgeworfen, die kleinen Randalen? So, guck mal, wenn du es immer wieder ein bisschen machst, ne, dann geht da nicht viel Zeit drauf, sage ich mal so. Geht das hier hin oder hier hin? Ja, geht wieder rein, ne? Nice. So. Okay. Muss ich, habe ich das hier drauf? Ja, habe ich drauf. Hier ist nichts irgendwie mit Fabrikgedönse, ne? Nee, Heutrocknung? Nee, sonst haben wir nichts. Kompost haben wir auch? Ja, wunderbar. Ich muss mich immer ein bisschen vergewissern, damit ich auch hier up to date bin. Alter, sondern das ist gerade für eine Staubwolke. Futter? Wollten wir nochmal Futter rein? Ja, wir können nochmal Futter reinbringen, weil warum warten? Ja, gut. Wir können das aber auch pausieren. Und können den hier erstmal aufräumen. Das ist auch mal so eine Sache, die muss gemacht werden. Da der hier auch mal ein bisschen aufgeräumt wird, ne? Aber was mich jetzt mehr interessiert, was ist auf der 14 drauf? Hat das aktualisiert? Haben wir Sauberkeit okay, oder? Ja, ist okay. So, 14, was ist das? Das ist ein Rapsfeld. Ist das reif? Erntereif, ja, guck an. Die 14 gehört uns und ist reif. Was mache ich hier eigentlich noch? Was mache ich hier eigentlich noch? Der Drescher müsste schon lange da oben stehen. Frag mich nicht, warum das jetzt wieder so hakelt, ne? Ich weiß es nicht, du. Wie haben wir denn den runtergefahren? Oh, auf der anderen Seite, ne? Oh, nee, du. Wir könnten aber auch, ja, wir könnten den jetzt hier zurückfahren, den Schneidwerkswagen kurz das Feld ziehen, wenn wir einen abgekuppelt bekommen hast, ne? Ja, weil dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier, weißt du? Weil hier ist sowieso abgeerntet, das macht sowieso nichts mehr. Hier müssen wir dann, by the way, auch mal pflügen. Pflügen, pflügen, pflügen. So. Ja, das ist okay. Der Schneidwerkswagen ist auch ein Millimeter zu groß, glaube ich, dafür. Aber hey. Ich habe keine Ahnung, was da gerade stand, ne? Keinen blassen Dunst. Okay. Wir müssten jetzt eigentlich einen kleinen Abfahrer organisieren. Was heißt einen kleinen? Einfach einen Abfahrer organisieren. Der uns... Ich weiß nicht, was da für eine Meldung immer kommt, aber egal. Ignorieren wir das einfach mal, ne? Kann man machen. So. Abtank... Alter, die Kosten explodieren ja fast, ne? Für den Drescher, ist ja... für den Ruder. Ist ja Wahnsinn, ey. Okay. Ah, siehst du, da können wir den gleich vorziehen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, finde ich. So, hoffentlich kommt jetzt nicht der Drescher ums Eck, aber ich glaube nicht. Ganz kurz den kleinen Betag hier. Den süßen, ne? Weil dann können wir den tatsächlich gleich auskippen oder ausleeren. Nicht das, wie ihr möchtet. Wo ist eigentlich der MP-Tag, der andere? Der ist noch am Feld. Oh, wir haben Zeit. So. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Ja, hat schon einen kleinen Wendekreis. Ja, aber jetzt so kleinen Wendekreis hat er auch nicht, ne? So, wie sieht das aus? Ja, passt. Also, mehr oder weniger. Weil mit dem Schlüter können wir eigentlich vor dem Haus gleich pflügen. Deswegen habe ich jetzt absichtlich nicht den Schlüter genommen dafür.
Okay. Wir könnten aber jetzt auch Trick 17 anwenden. Und wie groß ist denn das Feld 14? Nicht so groß, ne? Aber was ist, wenn wir nicht alles in den Kontakt bekommen? Dann haben wir wieder ein Problemchen. Weißt du was? Wir werden jetzt den auskippen, den kleinen Betag, und werden den mit vollem Mod mitschicken lassen. Oder mitfahren lassen. Weil falls es Probleme gibt, dann kann er dann in den Anhänger hier abladen. Und wenn nicht, dann fährt er einfach leer wieder runter. Ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Können wir eigentlich dieses Weizen direkt auch in die in den Seedmaster werfen? Komm schon, enttäusch mich nicht. Oh, passt. Müsste mal vielleicht die Pflegebereifung abnehmen. Die brauchen wir momentan eh nicht. Stopp. Es funktioniert. Alles reingegangen. Nice. So, dann fahren wir gleich mal bei unserem Kollegen vorbei, bei dem anderen kleinen Betag. Moin. Die Silageballen müssen wir auch mal abladen, ne? Oh. So, da werden wir jetzt sagen, okay, voller Mimot, aber ein bisschen mehr Abstand. Weil mit dem Schneidwerkswagen hinten dran brauchst du schon ein bisschen Abstand. Ich speichere mal vorsichtshalber, das leckt teilweise rum, ich verstehe nicht warum. Oh ne, so, ich wollte gerade C drücken für die Innenansicht und bin dann auf X gekommen. Böser Fehler. So, erstmal weg vom Hof hier. Wie müssen wir denn da hochfahren? Müssen wir eigentlich da hinten rum, oder? Oh, wir müssen bei Awewe vorbei. Wir müssen beim Händler vorbei und dann ganz hinten hoch. Och, Mann. So, der MB-Truck folgt uns. Ja, unauffällig, sehr schön. Müssen wir ganz rechts fahren. Weil wenn da ein Gegenverkehr kommt, haben wir ein Problem. Können aber auch ein bisschen zügiger fahren, weil ich glaube, der MB-Truck kann auch 40 fahren. Oh, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Nicht gut. Ja, wir gucken mal. Wenn der MB-Truck nachkommt, okay. Wenn nicht, dann muss man halt manuell nochmal hochfahren. Da kommt noch ein Auto davor. Ne? Oh, Mann. Ach, wie soll ich denn hier Platz... Entschuldigung. Da geht sich gerade zu... Oh, nee. Easy. Ein MB-Truck macht keinen Scheiß. Er bleibt stehen, das ist gut. Er bleibt stehen. Bevor es irgendein Problem gibt, bleibt er lieber stehen. Das finde ich sehr gut. Wirklich sehr gut. Okay. Die Felder hier kann ich mich noch erinnern, in den 15er. Die waren richtig gut, die Felder. Hier ist der Kompostmaster links. Was wir noch nicht verwendet haben, hatten, wie auch immer. Okay. Dann fahren wir mal hoch, ne? Ins Gebirge. Ja, das Gebirge ist übertrieben, aber fahren einfach ein bisschen hoch. So, das mit den zwei Jungs auf der 33 funktioniert echt gut. Ich bin immer ein bisschen misstrauisch. Was ist eigentlich, was macht unser Helfer auf der 21? Der ist auch unterwegs, ja, guck an. Läuft doch. Läuft doch richtig gut. Ah, hier, guck mal an. Yo. Gar nicht gewusst, dass er uns das Feld gehört, ne? Aber, ja. Ist okay, weißt du? So, MP-Truck. Oh, der ist irgendwo stecken geblieben. Oh, das ist nicht gut. Den müssen wir gleich mal suchen gehen. Ach, muss genau am Baum stehen bleiben. Genau. Oh, Werner, wie kannst du so sowas machen? So. Können wir hier mal rein donnern? Ja, Raps. Guck an, es ist Raps. Wer hätte es gedacht? Wer weiß, ob die... Ja, wir lassen es einfach mal machen, weißt du? Wir lassen es einfach mal machen. Oh, das macht ihr sehr gut. Du machst es auch wunderbar, Kollege. Ja, wunderbar. Guckt euch das mal an. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt weiß ich auch, wo die ganze Kohle hingeht, ne? Ey, das ist... Ah, ne, Moment. Yo, sehr schön. Werner, 1A, muss man sagen.
Jetzt weiß ich auch, wo die ganze Kohle hingeht. Jetzt müsste es aber eigentlich verbrauchen, oder nicht? 99. Aus. Das ist normal, das passt. Ja. Aus, 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 aus. Okay. Das heißt, sie dürfen es nicht kaufen, sondern müssen es eigentlich verwenden. Ja, passt doch. Helfer C wird blockiert. Wer ist ein Helfer C? Ist das der Drescher? Müsste der Drescher sein, ne? Helfer H? J? Alter. Keine Ahnung, wer Helfer C ist, ne? Ach, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Du bist ja doch angekommen. Wo bist du jetzt hier auf den Wagen raufgefahren, du Lümmel? Ach komm schon, ernsthaft? Kannst du nicht auf den Wagen rauffahren? Das ist kein Tieflader. Fährt hier auf den Wagen rauf, weißt du? Aber wie doof kann man eigentlich sein? Nein, ist eigentlich so doof drauf. Ja, wir gucken uns das morgen am besten an. Du hast auch nicht, du wolltest auch nicht arbeiten? Ja gut, okay. Lass mal das mal so stehen. Wir werden am morgen weitermachen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge im Bioprojekt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.